Wir kennen sie doch alle. Die dunklen Kegelbahnen in den Hinterhöfen oder in den Kellern von Gaststätten. Gegen dieses Klischee wehren sich die Bundesligaspielerinnen. Sie gehören schließlich zu den Besten des Landes. Das ist so drin, ja. Es wird immer gesagt, egal wo man neu hinkommt, es wird immer behauptet. Aber das ist ja überhaupt nicht so bei uns. Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß es auch, dass es ein richtiger Sport ist. Anstrengend und auch zeitintensiv. Und wir trinken keinen Alkohol. Natürlich, wenn wir mal feiern danach, nach dem Sieg, klar gehört das auch dazu. Aber vor dem Spiel kommt sowas gar nicht in Frage. Mhm. Sie sollen sich das einfach anschauen. Sie sollen einfach mal kommen und sollen sich das mal sonntags anschauen. Diese Einladung kann man gleich am Sonntag folgen. Da empfängt Blankstadt den DSKC Eppelheim, ein echtes Spitzenspiel. Die Vorbereitung auf das Derby war aus Blankstädter Sicht nicht einfach, denn das Training am Dienstag ist wegen der Faschingstage ausgefallen. In Eppelheim fand die Einheit dagegen statt. Ein- bis zweimal die Woche treffen sich die Bundesligaspielerinnen. So kennt man das auch von anderen Sportarten. Dahingehend ist Kegeln also definitiv ein Leistungssport. Das übereinstündige Training selbst sieht dann für den Zuschauer eher eintönig aus. Die Spielerinnen werfen bis zu 100 Mal je Einheit. Also es sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es ist. So einfach ist es nämlich gar nicht. Also wir müssen auf alles Mögliche achten. Also es ist nicht einfach nur die Kugel nach vorne spielen, sondern wichtig ist natürlich auch die Koordination, die Konzentration beim Kegeln, ganz wichtig. Konzentration. Die wohl wichtigste Komponente im Kegelsport. Im Training kann man den Druck nur simulieren. Im Wettkampf treten dann jeweils zwei oder sogar drei Spielerinnen gegeneinander an. Da ist es wichtig, nur auf sich und seine Bahn zu schauen. Oft entscheidet nämlich die letzte Kugel. 100 Mal sich also drei Schritte zu machen und sich vorne zu bücken, um eine Kugel abzugeben, würde ich mal fast sagen, kann jeder Laie. Aber dabei konzentriert, wirklich auf alles zu achten, dass man drei Schritte gerade macht, dass man den Arm gerade hält, dass man wirklich die Kugel dahin bringt, wo man sie hinhaben möchte. Und dann eben auch ins Abräumen eben gezielt einzelne Kegel oder Bilder holt. Ist natürlich was ganz anderes, als wenn man Freizeitkegeln einfach mal schaut, was bei rauskommt. Und im besten Fall soll dann ein Wert möglichst nah an die 500 Kegel pro Keglerin herauskommen. Jede Spielerin hat zuerst 50 Würfe in die Vollen. Da wird immer auf alle Kegel geworfen. Danach folgen 50 Würfe im Abräumen. Das bedeutet, wenn nach dem ersten Wurf noch ein Kegel stehen bleibt, dann muss im nächsten Versuch auf dieses Bild geworfen werden. Der Nachteil? Je mehr Versuche man benötigt, desto geringer ist die Chance, eine hohe Kegelzahl zu erzielen. Und genau deswegen werden Wurfbilder trainiert, auch in Blankstadt. Da hat aber jede Spielerin ihre eigene Herangehensweise. Da haben wir einen Trainingsplan. Es gibt einige, die für sich selbst herausgefunden haben, wie sie am besten trainieren. Ob sie Bilder spielen, wo sie für sich selbst ein Defizit sehen, wo sie sagen, okay, das Pärchen rechts oder links, das liegt mir nicht so, das muss ich mir trainieren. Nichtsdestotrotz, nur wenn der Kopf mitspielt und die Koordination passt, dann hat der DSKC eine Chance, das Derby zu gewinnen. Gut.